Heute soll es mal wieder um einen anderen Ansatzpunkt, um einen anderen Teilbereich gehen, was bei uns in der Wirtschaft so verkehrt läuft. Es wird ja gerade von sozialistischer Seite immer wieder über die bösen reichen Firmen gemeckert. Dass denen alles gehört, dass die Lobbyismus betreiben, dass die alles dürfen und dass die sogar, manche sagen, die Fäden der Welt in der Hand haben. Nun, das ist wie so oft in Teilen gar nicht mal so falsch, aber eben dann doch nicht wirklich ausgereift betrachtet. Wie so oft liegt es nicht an den Firmen, sondern eher am System, an Politik, an Staat. Wenn man solche Institutionen hat, die in den Markt künstlich eingreifen, dann ist es nicht verwunderlich, dass sich der stärkste Player am Markt sozusagen auch dieses Mittels bedient. Wer jetzt also die Schuld bei den Firmen sucht, macht mal wieder rumdoktern an Symptomen, nicht an Problemen. Jetzt kann man natürlich von einer Politik, von einem System träumen, das da immer super Lösungen findet. Der andere würde sagen, das ist aber ziemlich naiv, von so einem System zu träumen, weil es eben einfach nicht machbar ist. Hier werden Monopole nicht nur verhindert, sondern sogar noch bestärkt durch eben diese Einflussnahme, weil sie eben als zum Beispiel kleine Firma oder kleiner Bürger, je kleiner sie sind, desto weniger Einfluss können sie nehmen. In der Realität, im wirklich freien Markt, wäre es genau andersrum. Kleine Firmen hätten natürlich nicht nur, aber sie hätten viele Vorteile. Sie könnten schneller agieren, sie sind näher am Kunden dran, sie sind näher am Markt dran. Wenn die was verändern wollen, zum Beispiel ihre Produktpalette umstellen, dann geht es im Zweifel viel schneller als bei einem Megakonzern, der global unterwegs ist, wo alles viel langsamer und behäbiger ist. Die Buchführung, die Berechnungen, alles wäre viel komplexer und somit schwieriger und teurer. Der Große braucht dafür eine ganze Abteilung, der Kleine kann das im Zweifel im Kopf machen. Wir haben das jetzt aber eben durch systemische Probleme umgekehrt. Mittlerweile ist es so, dass große Firmen den Wettbewerbsvorteil haben. Zum Beispiel durch die viel bescholtene Regulierung. Wenn Sie eine große Firma sind, können Sie sich eine Rechtsabteilung leisten, Sie können sich Berater leisten, Sie können sich eine Fachabteilung für alles leisten. Da macht das Sinn, selbst wenn Sie hier viel Geld ausgeben, ist das im Gesamtkonzert des Unternehmens ein minimal kleiner Posten, sich hier zur Wehr zu setzen oder vorzubereiten, sich alle 3 Wochen, wie es ja leider heute so ist, ständig ändert sich was, auf die neuen Gegebenheiten einzustellen, damit Sie alle Gesetze und Regelungen befolgen und so weiter und so weiter. Das kostet Sie auf das einzelne Produkt gesehen nur einen halben Cent oder irgendwas, weil Sie eben Millionen von Produkten verkaufen. Wenn Sie jetzt hingegen aber eine kleine Firma sind und nur 10 Produkte am Tag verkaufen, zum Beispiel, dann ist es völlig undenkbar, sich da irgendwie eine Rechtsabteilung oder auch nur einen Rechtsanwalt zu leisten oder sich ständig auf die neuen Regelungen einzustellen. Würden Sie das tun und dann entsprechend das mal die Kosten auf den einzelnen Artikel umlegen, dann wären die Kosten enorm. Sie können das also nicht und so werden immer mehr kleine und mittlere Firmen aus dem Markt gedrängt, während die Großen diese Bedingungen relativ leicht erfüllen können und sich sogar noch insgeheim darüber freuen, weil der Markt für sie bereinigt wird. Es wird Konkurrenz ausgeschaltet. Im Internet sehen wir das sehr gut. Wir gehen immer mehr dazu über, einige Megaplayer zu haben. Am Anfang des Internets waren viele Seiten noch von Privatpersonen. Da hatte irgendjemand eine Idee, hat eine Webseite gemacht und das hat dann entweder funktioniert oder nicht funktioniert oder auch nur so mittel funktioniert. Da kamen aber die Sachen oft von unten. Selbst Google, eBay und wie sie alle heißen, also die großen Seiten, sind dennoch sozusagen von unten. Die sind zwar heute reich, aber sind dennoch von relativ kleinen Leuten entstanden, nicht von irgendwelchen Megakonzernen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es heute gar nicht mehr geht, aber es ist extrem schwieriger geworden. Es wird von Jahr zu Jahr schwieriger und selbst die, die es schaffen, haben dann oft eine ganze Weile in gewissen Graubereichen gearbeitet und sind damit halt durchgekommen, was ja auch nicht Sinn der Sache sein soll. Es muss ja möglich sein, eine Internetseite aufzumachen zum Beispiel, ohne dass man jetzt 3 Jahre in irgendeiner Superkanzlei abhängt und da Hunderttausende reinsteckt, um hier irgendwelche kleinen Detailfragen zu klären, damit man niemand auf die Füße tritt und sich brav an alles hält. Die Lösung, die der Markt davon ganz allein zu bieten hat, ist da wesentlich effektiver und besser gegen Kartelle und Monopole. Das würde uns aber leider momentan verwehrt bleiben. Was man aber durchaus schnell umsetzen könnte und auch Sinn machen würde, zumindest mal ein großer Schritt in die richtige Richtung wäre und gegen was eigentlich niemand was haben kann. Egal aus welcher Partei, aus welcher Richtung sie sind, so weit müsste relativ weiter Konsens bestehen,
dass man hier gerade bei den Kleinen was machen muss. Teilweise hört man das ja schon aus der Politik. Ich glaube, die FDP hat da was vorgeschlagen, dass man das erste Jahr als Unternehmensgründer weniger Bürokratie und so weiter beachten muss, um es denen ein bisschen einfacher zu machen. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Genau so geht's. Allerdings ist das noch viel zu schwach. Also genau sowas müsste man machen, allerdings in einem größeren, umfangreicheren Schritt, dass man eben zum Beispiel mal tatsächlich kleine Unternehmen ausnimmt. Man könnte da zum Beispiel auch eine neue Unternehmensform machen, so wie es die GmbH gibt oder die AG oder die Einzelfirma, dass man eben so eine Firmenform macht für kleine Unternehmer. Und ich rede jetzt ganz besonders nur für die Kleinen, also wirklich nicht, was man oft unter klein versteht mit 10 oder 50 Mitarbeitern, sondern wirklich diese klassische Anfänger-Ein-Mann-Firma. Irgendwelche Leute, die aus der Arbeitslosigkeit kommen und was aufmachen wollen oder die von der Schule kommen und ein Startup machen mit ein, zwei Mann. So die wirklichen Basic-Geschichten. Die sollte man wirklich komplett rausnehmen. Und jemand, der dagegen was hat, da muss ich wirklich sagen, der hat dann wirklich einen an der Waffel. Egal aus welchem politischen Bereich, links, rechts, oben, unten sie kommen, das müssen sie gut finden. Das müssen sie befürworten, dass Leute, die kaum mehr verdienen, als es Sozialhilfe gibt, die ihre Arbeit einbringen, die sich anstrengen, die was reißen wollen, sowohl für sich als auch für andere, die was auf die Beine stellen wollen, die was voranbringen wollen, dass die unterstützt werden und nicht unnötig gebremst. Es gibt da überhaupt keinen guten Grund dafür, hier irgendwas zu reglementieren, zu erschweren oder zu sonst was. Da gibt's sowieso nichts zu holen bei diesen Leuten. Ganz im Gegenteil, wenn sie das zulassen, dann werden sich einige davon gut entwickeln und später Steuern zahlen, wenn sie denn erfolgreicher sind, die es sonst nie getan oder gegeben hätten, weil sie erst gar nicht so weit gekommen wären. Es würden neue Jobs entstehen und es wäre im Übrigen auch ein ganz wichtiger Punkt, um eben Europa innovativer zu machen. Das ganze Bürokratiezeug ist einer der Hauptgründe, warum Europa in keinster Weise mehr Schritt hält und in Sachen Digitalisierung und Innovation so hinten ist, weil wir alles zu Tode reglementieren und gerade neue Sachen quasi überhaupt keine Chance haben. Da ist dann alles verboten, da gibt's entweder noch keine Regeln dazu und man darf dann gar nichts oder es ist zu viel verboten oder und dann kommt nichts voran und dann landen wir genau da, wo wir heute sind, nämlich dass alle Hightech-Firmen, alle innovativen neuen Sachen eben nicht bei uns, sondern woanders entstehen. Man könnte jetzt also eine neue Firmenbezeichnung einführen, gerade für Kleinfirmen, zum Beispiel Firmen, die bis 50.000 Euro Umsatz im Jahr, die man wirklich sozusagen von allem ausnimmt, die keine Buchführung machen müssen, beziehungsweise nur eine extrem vereinfachte, die in 5 Minuten auf einer Serviette, wenn man so möchte, zu bewerkstelligen ist. Einnahmen, Ausgaben, fertig. Auf Kleinigkeiten wird nicht geachtet, es geht nur um das große Ganze. Von den Steuern werden sie befreit. Hierzu müssen sie keine tage- und wochenlange Steuererklärung ausfüllen, sondern einfach nur irgendwo unterschreiben, ich habe weniger als 50.000 Euro verdient, dies bestätige ich hier mit Friedrich Wilhelm. Sollte sich dann nachher herausstellen, dass sie mehr verdient haben, dann könnte man immer noch ganz genauso gegen sie vorgehen, wie gegen der eine falsche Steuererklärung abgibt, was ja schon zweifelhaft genug ist, aber lassen wir in diesem Fall mal dahingestellt. Aber eben nicht eine lange Steuererklärung für diese Leute, sondern einfach nur, ich habe weniger verdient als diesen festgelegten Betrag und somit bin ich aus den Steuern weiter raus. Sofern das stimmt, ist alles wunderbar. Das spart den Behörden Zeit, die müssen da nicht lang durchgucken und es spart den Leuten Zeit und es nimmt ihnen auch ein bisschen die Angst, was falsch zu machen, gerade am Anfang. Weil gerade diese Angst, darf man nicht unterschätzen, ist für ganz viele auch ein Hindernis, überhaupt erst mit was anzufangen. Weiter werden diese Firmen auch von quasi allen bürokratischen Sachen ausgenommen. Da macht man irgendwie ein Merkblatt mit 5 oder 10 wichtigen Rahmenbedingungen für die Leute, die Angst haben, dass da was ganz katastrophal schief geht. Aber das muss reichen. Meine Güte, die Bibel hat über Jahrhunderte lang mit 10 Geboten die Welt einigermaßen in Ordnung gehalten. Dann werden wir es doch wohl schaffen, Tante Emmas Krämerlädchen, die 10.000, 20.000 damit im Jahr verdient, mit 5 oder 10 Regeln so zu halten, dass da die Welt nicht untergeht. Und wenn mal was schief geht, ja meine Güte, da wird die Gesellschaft wohl mit klarkommen, wenn Tante Emma mal was falsch auspreist oder einen kleinen Fehler macht. Lassen wir die Kirche doch endlich mal im Dorf. Das ist meine politische Forderung für heute. Lassen Sie den kleinen Mann in Ruhe. Lassen Sie dem kleinen Mann ein bisschen Luft.
lassen Sie ihn nach oben kommen, lassen Sie ihn zumindest mal in die Mitte kommen, freuen Sie sich darüber, dass Sie weniger Arbeit beim Finanzamt haben, freuen Sie sich darüber, dass Sie weniger Hartz IV zahlen müssen, freuen Sie sich darüber, dass Sie weniger Arbeitslosengeld zahlen müssen, freuen Sie sich darüber, dass die Digitalisierung voranschreitet, dass das Land wieder innovativer wird und dass vielleicht auch die ein oder andere innovative Sache mal wieder von uns kommt. Zum Beispiel, dass irgendeiner eine ganz tolle Internetseite aufbaut und so weiter und so weiter. Hören Sie mit der Reglementierung auf. Das ist ganz grundsätzlich, sind das wichtige Sachen, aber gerade bei dem kleinen Mann. Um Gottes Willen, lassen Sie doch die Leute, die da kaum viel mehr als Hartz IV verdienen, in Ruhe. Darauf wird man sich doch wohl mal zumindest einigen können. Leute, die dieser Geschichte nicht zustimmen können, die, egal aus welcher Ecke sie sind, meinen, man müsste Leute, die weniger als 20.000 Euro im Jahr verdienen, man müsste die hochgradig reglementieren, dass sie ständig Juristen aufsuchen müssen, man müsste ihnen Geld wegnehmen und sonst irgendwas, denen kann ich nur sagen, Jungs, geht mal in euch. Solche Leute sollten überhaupt nicht genötigt werden, zu irgendeinem Juristen zu gehen. Das sind einfache kleine Leute. Früher hat man gesagt Volksschüler. Die haben nicht nur nichts, die sind auch nichts. Die können das alles nicht. Wenn sie so viel könnten, würden sie 100.000 oder was im Jahr verdienen. Und nicht für ein paar Euro mehr als Hartz IV den ganzen Tag arbeiten gehen. Die sind damit überfordert. Total überfordert. Und das ist nicht verwunderlich, weil das, was ihr ihnen da zumutet, das überfordert selbst die meisten Akademiker. Und selbst die schaffen es nur, indem sie ganz, ganz, ganz viel Zeit und Geld aufwenden. Und ihr wollt's von irgendeinem Maurer oder Tante Emma oder irgendeinem Abiturienten, der letztes Jahr die Schule abgeschlossen hat und jetzt eine Internetseite machen will. Lasst die Leute in Ruhe und führt hier was ein, dass Leute unter 20.000 Euro steuerlich nichts mehr groß machen müssen, dass Leute, die unter 20.000 Euro netto verdienen im Jahr, einfach eine Firma aufmachen können, ohne großes Brimborium, ohne große Bürokratie. Das muss in einer Stunde im Jahr zu erledigen sein, die Bürokratie für so eine kleine Firma. Nicht in 3 Wochen mit einem Juristen an der Seite oder mit einem Steuerberater an der Seite, ist doch lächerlich. In einer Stunde muss das zu machen sein, besser in 15 Minuten. Das ist meine politische Forderung für heute. Denken Sie drüber nach, machen Sie was draus, setzen Sie sich hierfür ein. An dieser Grundforderung gibt es nichts zu diskutieren. Wer dagegen was hat, der hat nur eins, nämlich einen Schaden. Das größte Einzelproblem ist für mich Brüssel. Wir schaffen uns mit Brüssel ein Monster. In Brüssel entsteht eine heimliche Diktatur. Die Kommissare, das Wort Kommissar macht mich schon, stimmt mich schon sehr traurig. Kommissare verbinde ich, habe ich sehr negative Assoziationen. Die Kommissare in Brüssel erlassen jeden Tag neue Verordnungen. Zehntausende von Menschen marschieren ja in Brüssel jeden Tag ins Café und denken sich neue Schikanen aus. Also, und 60% der Gesetze, die im Deutschen Bundestag verabschiedet werden, sind mittlerweile Verordnungen, die aus Brüssel kommen und schlicht und ergreifend vom Parlament durchgewunken werden, ohne dass sich die Parlamentarier darum kümmern. Viele Minister sind inzwischen so schlau, dass sie, wenn sie etwas durchbringen wollen, das nach Brüssel lenken. Und Brüssel ist ein furchtbares Unglück. Europa wird noch sehr leiden an Brüssel. Ein Beispiel, da fällt in Brüssel ein, wir müssen inzwischen auch jemanden haben, der in Brüssel ständig an den Kommissaren dran bleibt und an den Leuten dran bleibt, dass wir sie vor dummen Entscheidungen warnen. Also da kommt so ein Kommissar, das muss ich mir vorstellen, wir wurden vorgeraten, der sagt, wenn Sie schon mal ein Auto gemietet haben, dann wissen Sie, da wird gefragt, wollen Sie eine Vollkaskoversicherung, wollen Sie für die Schäden haften oder nicht, wollen Sie 20 Euro zahlen, dann sind Sie risikofrei. Und die Kommissare in Brüssel denken nach und sagen, Mensch, was die machen ist, die verkaufen Versicherungen. Wenn ich aber Versicherung verkaufe, muss ich eine Ausbildung haben als Versicherungskaufmann. Und dann beschließen diese Geistesgestörten, wollten ernsthaft beschließen, dass jeder unserer Vermieterrepräsentanten und Repräsentantinnen am Schalter eine Versicherungsausbildung macht. Also, das ist vollkommen irre.
Also ich könnte jetzt Ihnen einen Vortrag halten, was die so alles verzapfen in Brüssel. Das ist unfassbar. Und das ist das größte europäische Problem. Amerika ist insofern natürlich uns voraus, mehr Dynamik, weil der Amerikaner lernt von Kind auf an, I'm a free man in a free country. I'm a free man in a free country. Und der Staat hat nur eine Aufgabe, meine Freiheit zu beschützen und mich nicht von der Wiege bis zur Bahre, wie ich vorher sagte, zu beschützen. Unzählige Amerikaner, die ich kenne und mit denen wir auch arbeiten, auch Mitarbeiter, ist diese Denke vollkommen fremd. Sie wissen, sie sind für ihr Schicksal verantwortlich und der Staat soll sich gefälligst in Ruhe halten.